Also ich suche jetzt hier den Spiegelpunkt. Ja, also ich habe hier den Punkt P und da ist P'. Und da gibt es mehr Möglichkeiten und zwar so, wir suchen erst den F, das ist der sogenannte Lotfußpunkt. Also ich gehe von P senkrecht nach F und wenn ich dieses F habe, dann kann ich einfach nochmal weitergehen. Ja, und das ist ein Standardverfahren, das gibt es im Buch, da, ja genau. Und dieses Standardverfahren, das beginnt mit einer Hilfsebene, das heißt, ich baue hier eine Ebene, so. Also erster Schritt ist F finden, zweiter Schritt ist das P' finden, hier ist P'. Diese Ebene hat jetzt den Richtungsvektor der Gerade als normalen Vektor, das ist dieses Dings da. Und diese Hilfsebene hat den Punkt P als Aufpunkt, das ist dieser hier. Und jetzt schneide ich die Gerade mit der Ebene und bekomme F'. Das heißt, die Gerade muss ich da einsetzen in das x. Und ich habe hier ein x1, x2, x3. x1 ist dieses 7 plus 2 mal Lambda. Hier 7 plus 2 mal Lambda. Und das, genau das ist dieses 7 plus 2 mal Lambda. Hier. Ein bisschen so, genau, ein bisschen radieren. Ja, und das setze ich an der Stelle ein. Also da oben und dann das x2 ist 2 plus Lambda. Das. Da ist ein Nuller, deswegen habe ich das hier weggelassen. Und dann habe ich hier minus Lambda ist das x3. Minus Lambda ist x3. Jetzt wieder mal radieren, dass man was sieht. Genau, so war das alles. Einsetzen. Dann bekomme ich eine Gleichung. Und die Gleichung ergibt mir ein Lambda. Und zwar Lambda ist minus 3. Ja, also ich habe hier, wenn ich das ausrechne, und dann am Schluss Lambda ist minus 3. Und dieses Lambda ist minus 3 setze ich da ein und bekomme dann den Punkt. Also, 7 plus minus 3 mal 2 ist 1. 2 plus minus 3 mal 0 ist 2. 0 plus minus 3 mal minus 1 ist plus 3. Das ist der Lotfußpunkt. Erster Schritt. Nächster Schritt. Ich starte immer bei 0, 0, 0. Ich habe P und F und die Frage ist, wie komme ich nach P'? Ich kann von 0 nach p gehen und dieser Vektor, das ist ja der Vektor pf, den gehe ich zweimal. So. Ja, also das ist jetzt ja p', da gehört ein Ding drauf. P' ist p plus zweimal pf. Oder ich gehe nach ein bisschen so. So. Zack, zack. Ja, blau ist schöner. So. Ich gehe nach f. Und dann dieser PF-Vektor, der ist hier nochmal, das ist zweimal der gleiche Vektor. PF, ja, PF, P, mal so, PF. Ja, ich gehe also vom P' ist F plus PF. Manche Lösungen machen das so, dass sie einfach dieses Lambda da statt minus 3 dann minus 6 einsetzen. Ich finde diese Geschichte, geht auch, ja, diese Geschichte viel anschaulicher und deswegen erkläre ich immer diesen Weg. Ja, weil wenn ich mal mein F habe, dann geht es so weiter. Und jetzt rechne ich aus. F plus PF, das ist mein F und das ist Spitze minus Fuß. Ja? F minus, und dann kommt es hier raus. Und dann nicht vergessen, P' ist als Punkt gesucht, das wäre noch ein Vektor, ein Punkt muss man so nebeneinander schreiben. Und zum Abschluss noch schnell die letzte Teilaufgabe, die x2, x3 Ebene, da ist typisch, dass x1 gleich 0 ist, also das ist die Ebenengleichung. Ebenengleichung lautet x1 gleich 0. Und jetzt habe ich hier, jetzt radieren wir mal ein bisschen unter dem ganzen Zeug, suchen nach der Gerade. Ich suche die Gerade ist da oben irgendwo, ja, hier ist die Gerade. Genau. Hier. Genau. So. Also hier ist die Gerade. Und jetzt weiß ich, x1 gleich 0, das heißt, die Zeile muss 0 sein. 7 plus 2 mal Lambda, das ist das ja. 7 plus 2 mal Lambda muss 0 sein. Lambda muss also minus 3,5 sein. Ja, wunderbar. Und das setze ich wieder da ein. Ja. Und dann bekomme ich, also das erste muss 0 sein, sonst hätte ich mich verrechnet. Dann 2 plus, 2 plus 0 mal minus 3,5 ist 2. Und 0 plus 3, minus 3,5 mal minus 1 ist das hier, dieses minus 3,5. Das ist mein Schnittpunkt. Mit der x2, x3 Ebene. Die x2, x3 Ebene, das ist, ja, wenn man dieses Klassenzimmer nimmt, hier ist die Tafel, hier ist die Tür und das Waschbecken. Da habe ich ja hier mein x1, hier x2, hier x3. Also das ist so die Waschbecken-Tür-Ebene. Und typisch ist, ich
bewege mich nicht in die x1-Richtung. Deswegen ist x1 gleich 0. Jo. Auch typisch ist der normalen Vektor dieser Ebene. Ja, der ist ja hier, ja, der ist 1, 0, 0. Also der normalen Vektor, der geht hier in diese Richtung. Und sonst, also der normalen Vektor, der x1, normalen Vektor ist 1, 0, 0. Das ist der normalen Vektor der x2, x3-Ebene. Ja, okay. Und ja, das war's.